Die beiden Referenten des heutigen Abends sind zum einen Herr Professor René Bloch vom Institut für Judaistik und zum anderen Herr Professor Mona, den ich gleich im Anschluss noch etwas näher vorstellen möchte, vom Institut für Kriminologie und Rechtswissenschaften. Zunächst aber den Beginn starten wird Herr Professor Bloch, der klassische Philologie und alttestamentliche Wissenschaften in Basel und an der Sorbonne studiert hat, lange Zeit auch in Amerika verschiedene Forschungsaufenthalte übernommen hatte, an unter anderem der Princeton University und Columbia University und seit 2008 hier an der Universität Bern den Lehrstuhl für Judaistik innehat. Und er wird heute einen Vortrag halten zum Thema Migration als Archetyp, der Mythos der Europa. Und damit übergebe ich das Wort Herrn Bloch, möchte aber gleich darauf hinweisen, dass wir im Anschluss an diesen Vortrag gleich den nächsten hören werden und die Diskussion dann kompakt en bloc nach beiden Vorträgen erst erfolgen wird. Und damit übergebe ich jetzt das Wort. Danke. Vielen Dank, Mirko, für diese sehr freundliche Einführung. Reisen Sie im Zug mitten in die Herzen der schönsten europäischen Städte, bequem und komfortabel. Ob Frankreich, Deutschland, Österreich oder Italien, ob große oder kleinere Städte, Metropolen oder Geheimtipps, von der Schweiz aus erreichen Sie Europa im Stundentakt. Für ausgedehnte Entdeckungstouren profitieren Sie von attraktiven Interrail-Pässen, für Städtereisen auch von Sparangeboten. Übrigens, die ganze Welt ist noch bis 31. Oktober an der Expo Milano zu Gast. Extrazüge mit täglich über 2000 Sitzplätzen bringen Sie direkt zum Expo-Gelände. Wohin auch immer Ihre Reise geht, lassen Sie sich von unseren Angeboten inspirieren und steigen Sie ein. Dieser Werbetext aus dem Newsletter der Schweizer Bundesbahnen vom vergangenen September musste einen, ohne den SBB einen Vorwurf machen zu wollen, beklommen machen in diesen Tagen, in denen Tausende von Flüchtlingen in Europa auf der Suche nach Sicherheit sind. Auch im Stundentakt, aber anders. Weder bequem noch komfortabel. Schreckliche Bilder haben uns in den letzten Monaten erreicht von ertrinkenden und ertrunkenen Menschen hier in Europa, von durchnässten Kindern, die bei der Abfahrt eines Flüchtlingszuges zur Verabschiedung ihrer Nächsten hochgehievt oder heruntergezogen werden oder beides gleichzeitig. Das betrifft auch uns, es betrifft Europa und damit auch die Schweiz. Gehen wir mal davon aus, dass der Satz aus dem Newsletter der SBB von der Schweiz aus erreichen Sie Europa nur etwas unglücklich formuliert ist. Denn natürlich ist die Schweiz in Europa. Man kann entsprechend aus der Schweiz nicht nach Europa reisen, allenfalls in andere Gegenden Europas. Europa war schon immer eine enigmatische Entität. Nicht einmal die Etymologie ist geklärt. Was ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Europa? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Europa könnte sehr wohl auf die semitische Wurzel Arav, untergehen, zurückgehen. Akkadisch Erebu bedeutet eintreten, heimkommen. Auf die Sonne bezogen ist Ereb de Shamshi, entsprechend der Sonnenuntergang. Im Hebräischen heißt Erev bis heute Abend und Ma'arav der Westen. Das passt. Europa ist aus der Perspektive des Orients das Abendland. Oder aber Europa leitet sich ab von griechisch Euryopa, weitäugig, weithin blickend oder aber weithin schallend, mit weitreichender Stimme. Dass übrigens die EU-Gegner auf letztere Etymologie, Europa bedeutet herumschreien, noch nicht aufgesprungen sind, kann nur an den schwindenden Griechischkenntnissen der Europäer liegen.
Von Europa als einer geografischen Bezeichnung ist in der antiken Literatur zum ersten Mal im sogenannten homerischen Apollon-Hymnos aus dem 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus die Rede. Aber da bezeichnet Europa nur Mittelgriechenland als einen Teil des Balkans. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot unterscheidet im 5. Jahrhundert vor Christus zwar drei Erdteile, Europa, Asien und Libyen, mit letzterem ist die Gegend gemeint, die später als Afrika bezeichnet wurde, aber Europa blieb in der ganzen Antike ein vager Begriff. Über Europa, schreibt Herodot, weiß keiner Genaues. Weder über den Osten noch über den Norden, ob es vom Meer umflossen ist. Kein Mensch weiß, woher Europa diesen Namen erhalten hat. Noch ist klar, wer ihn gegeben hat. Es sei denn, wir wollten behaupten, dass das Land den Namen von der Europa aus Tyros erhalten hat. Aber von ihr ist doch klar, dass sie aus Asien stammt und nicht in dieses Land gekommen ist, das jetzt von den Hellenen Europa genannt wird, sondern nur von Phönizien nach Kreta. Worauf Herodot mit der Europa aus Tyros anspielt, werden wir gleich sehen. Man kann für die griechisch-römische Antike generell nicht von einem europäischen Selbstverständnis sprechen, weder geografisch noch politisch. Ein solches entwickelte sich erst im Mittelalter und verstärkt dann ab dem 15. Jahrhundert allmählich, als Europa zu einem kontinentalen Überbegriff für viele Völker wurde. Dieser wunderbare Holzschnitt von Johannes Putsch aus dem Jahr 1537 unter dem Titel Europa prima pars terrae in forma virginis, Europa als erster Erdteil in Gestalt einer jungen Frau, zeigt die Grenzen Europas auf dem Körper und dem Gewand der Königin Europa. Wir, Helvetien, sind unterhalb des rechten Schlüsselbeins zu finden, am Rhein, der wie eine Kette den Oberkörper Europas schmückt, während die Donau, wie Günther Dietz schreibt, wie eine Hauptschlagader durch ihren Körper fließt. Dass hier noch nicht oder schon hier nicht alle Körperteile Europas gleichwertig sind, sieht man auch rasch. Jeder Körper braucht ein Herz. Hier ist das Herz Bohemia, Böhmen. Neben der geografischen Bezeichnung Europa gibt es nun auch noch die mythologische. Herodot hat ja eben gerade darauf hingewiesen. Und auf sie wollen wir etwas näher eingehen. Literarisch ist der Mythos vom Raub der Europa am ersten bekannt in der Fassung von Ovids Metamorphosen aus der Zeit von Kaiser Augustus. Mythos ist das griechische Wort für Geschichte. Mythen sind Geschichten, Geschichten muss man erzählen. Vor langer Zeit schickte der Göttervater Zeus, wie so oft auf der Suche nach einem amorösen Abenteuer und gleichzeitig nach einer Möglichkeit, dieses vor seiner Gattin Hera geheim zu halten, den Götterboten Merkur Hermes los, nach Tyros, gemäß anderen Quellen nach Sidon, jedenfalls in die Gegend des heutigen Libanon, sollte sich Merkur aufmachen und Rinder an den Strand treiben. Dorthin, wo Europa, die Tochter des lokalen Königs Agenor, zusammen mit ihren Freundinnen spielte. Zeus verwandelt sich daraufhin in einen prächtigen, friedvollen Jungstier. Europa fühlt sich angezogen, streckt ihm Blumen zu und wagt es schließlich, sich auf den Rücken des Stiers zu setzen. Darauf hatte der Zeusstier gewartet. Eilends entschwindet er mit Europa in den Wellen des Meeres. Europa schaut voller Angst auf das zurückgelassene Ufer zurück. In den Worten Ovids: Angst hat sie, die Entführte, und schaut auf das verlassene Ufer zurück. Und mit der rechten Hand hält sie ein Horn, die andere hält sich am Rücken fest, flatternd im Wind bauscht sich ihr Kleid. Für Europa ist völlig unklar, wohin die Reise gehen würde. Es ist für sie, wie es in einer anderen Fassung jener des Moschos aus dem 2. Jahrhundert vor Christus heißt, eine Xene Nautilie, eine fremdartige Seereise. Zeus bringt Europa in der Tat in ein für sie fremdartiges Land. Er verschleppt sie nach Kreta, wo sich ihr schließlich zu erkennen gibt. Aus der Verbindung von Zeus und Europa gehen drei Söhne hervor: Rhadamanthys, Sarpedon und vor allem Minos, der in Kreta
zum Kultur bringen wird. Minos setzt als erster auf Kreta Gesetze ein und erweitert seine Herrschaft sodann weit über Kreta hinaus zu dem, was man viel später dann die minoische Kultur zu nennen begann. Soweit der Mythos, soweit die Geschichte. Anders als im Märchen haben griechische Mythen oftmals einen nachvollziehbaren geografischen Rahmen. Und so auch hier. Europa wird aus einer phönizischen Stadt im heutigen Libanon auf die Insel Kreta verschleppt. Die Frage ist, warum? Die Eheprobleme von Zeus und Hera ist die simple und vielleicht auch nicht ganz falsche Antwort. Bedeutsamer aber sind die historischen Realitäten, die hinter diesem Transfer vom Nahen Osten nach Europa stehen. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, müssen wir den griechischen Europamythos zuerst noch etwas weiter erzählen. Europas Vater Agenor war über das plötzliche Verschwinden seiner Tochter selbstredend nicht erfreut. Agenor aber hatte einen tüchtigen Sohn, Kadmos, den er auf die Suche nach Europa schickte. So verließ auch Kadmos Tyros gegen Westen hin, nach Griechenland. Seine Schwester Europa fand er nicht, aber der Spur des delphischen Orakels folgend wurde Kadmos zum Städtegründer und Kulturbringer für ganz Griechenland. In Böotien gründete Kadmos die Stadt Theben, aus der auch Herakles, der größte griechische Held, stammen sollte. Noch bedeutender aber für unseren Zusammenhang ist, dass der phönizische Einwanderer Kadmos den Griechen das Alphabet beibrachte. In den Worten Herodots: Diese Phönizier, die zusammen mit Kadmos nach Griechenland kamen, haben durch ihre Ansiedlung in diesem Land den Griechen viele Kenntnisse gebracht, insbesondere die Buchstaben, die die Griechen, wie mir scheint, zuvor nicht gekannt hatten. Die Details dieses Wissenstransfers, wie von Herodot beschrieben ist, mögen nicht recht stimmen. Und auch Kadmos ist eine Figur des Mythos. Aber unbestritten ist, dass sich das griechische Alphabet vom phönizischen Alphabet ableitet, also von jenem Alphabet, das in der Stadt Tyros und in einer lokalen Veränderung auch von den Juden verwendet wurde. Der erste griechische Buchstabe Alpha und unser A leiten sich zum Beispiel vom semitischen Wort für Ochs, Eleph, ab. Das phönizische bzw. althebräische Buchstabenzeichen Aleph, ganz oben, stellt im Ursprung den Kopf eines Ochsen dar, dessen Hörner auch im lateinischen A, das ein umgedrehter Ochsenkopf ist, nicht unbedingt jene von Zeus, noch weiterlebt. Solche Spuren des semitischen Alphabets im Griechischen und Lateinischen lassen sich bei praktisch allen Buchstaben nachweisen, wobei die Griechen die semitischen Kehlkopflaute, Laryngale, erstmals zu Vokalen machten. Aus dem semitischen Buchstaben Ayin, das Wort wie auch der Buchstabe bezeichnen ein Auge, wurde zum Beispiel das griechische Omikron bzw. das lateinische unser O, das als Auge ja noch gut erkennbar ist. Der Europa- und Kadmos-Mythos ist zum einen eine Entführungs- und Fluchtgeschichte. Europa wird entführt und aus dem Nahen Osten nach Europa verschleppt. Ihr Bruder muss seine Heimat auf Order des Vaters ebenfalls verlassen, um die verschleppte Schwester zu suchen. Zum anderen handelt der Mythos aber auch von einem Wissenstransfer von Ost nach West, unter anderem von der Übertragung des Schreibsystems vom Osten nach Westen. Die wahrscheinliche Etymologie von Kadmos, der Name dürfte mit dem hebräischen Kedem, Osten, verwandt sein, bringt das eindringlich auf den Punkt. Dass dieser Austausch zwischen Ost und West tatsächlich stattfand, dass die Griechen nicht einfach alles selbst erfanden, das ist heute unbestritten. In den letzten 30 Jahren haben das nicht zuletzt zwei kürzlich verstorbene Doyens der Altphilologie, Walter Burkert und Martin West, in einer Reihe von Studien aufgezeigt. Es gab eine sehr enge Verbindung von Okzident und Orient, von Orient und Okzident. Der griechische Mythos der Europa, die von Zeus aus dem Nahen Osten nach Griechenland entführt wird, bringt einen essentiellen Kulturtransfer auf den Punkt. Der orientalische Flüchtling Kadmos bringt den Griechen das Schreiben bei und seine Schwester Europa gibt dem Kontinent, in den sie verschlagen wurde, seinen Namen. Jedenfalls vermischen sich nach einer gewissen Zeit die geografische Bezeichnung und die mythologische Figur Europa. Flüchtlinge kommen mit wenig Gepäck,
aber sie kommen mit einem Kopf. Ich werde später nochmals darauf zurückkommen. Der Mythos der Europa handelt aber auch, wie Horst Bredekamp kürzlich im Zusammenhang mit der Ausstellung Europa, die Zukunft der Geschichte im Kunsthaus Zürich gezeigt hat, von einem Wechselspiel von Macht und Ohnmacht. Auf dieser Federzeichnung von Peter Fischer, dem Jüngeren, hört man noch fast das Omoi, das Europa im gleichnamigen hellenistischen Gedicht des Moschos ausruft. O weh mir! Traurig schaut sie jetzt schon auf Kreta nach Phönizien zurück, wenn ihre Freundinnen ihr von dort, man sieht es nicht gut hier, von dort verzweifelt zuwinken. In der Luft schwirrt noch Merkur umher, der Zeus ja bei der Vorbereitung der ganzen Chose behilflich gewesen war. Auf diesem Bild schmiegt sich Europa dem Körper des Tieres an, womit auch die Macht des Eros, wie Horst Bredekamp schreibt, zum Ausdruck kommt. Hier in diesem bekannteren Bild von Max Beckmann, Der Raub durch Europa von 1933, ist dies gewiss nicht mehr der Fall. Mag sein, dass Europa von Zeus zuerst verführt wurde, danach aber wurde sie verschleppt. Fast schon prophetisch zeichnet Beckmann hier eine Europa, die vom braunen Stier auf brutalste Weise vergewaltigt wird. Europa bleibt nur der nackte Schrei. In jedem Fall steht der Europamythos für Bewegung. Europa ist Migration. Und in der Tat sind Migrationsmythen in vielen Kulturen von essentieller Bedeutung. Nicht Sesshaftigkeit, sondern Migration steht gleichsam archetypisch im Zentrum. Lassen Sie mich dies anhand von zwei weiteren mythischen Beispielen etwas verdeutlichen. Dem römischen Aeneas-Mythos und dem biblischen Exodus-Mythos. Auf diesem prächtigen Bild des italienischen Renaissance-Malers Federico Barocci sieht man, wie Aeneas, der sagenhafte Stammvater Roms, zusammen mit seiner Frau Creusa und ihrem Sohn Ascanius aus dem brennenden Troja fliehen. Auf dem Rücken trägt Aeneas seinen alten Vater Anchises, eine ganze Familie auf der Flucht. Auch hier geht die Flucht westwärts, nach Hesperien, wie es in frühen Quellen heißt. Damit verwandt ist Vesper, Abend und Deutsch-Westen. Es geht auch hier von Osten in Richtung des westlichen Abendlands. Nicht Kreta oder Griechenland, sondern Sizilien und schließlich Italien und Rom werden das Ziel sein. Der Flüchtling Aeneas wird zum Stammvater der Römer werden. Die Hintergründe dieser Verbindung zwischen dem Trojanischen Krieg und der Gründung Roms sind komplex und brauchen uns hier nicht weiter zu beschäftigen. Aber auch hier geht es mithin um einen Kultur- bzw. Kulttransfer. Aeneas wird zum Stadtgründer, auch nimmt er die Hausgötter, die sogenannten Penates, mit aus Troja und bringt sie nach Italien. Und wer Vergils Aeneas gelesen hat, weiß, wie beschwerlich Aeneas Flucht war. Singen will ich von Kämpfen und von dem Mann, der zuerst von Trojas Gestade, vom Schicksal verbannt, zu Laviniums Küste nach Italien kam. Über Wasser und Lande verschlug ihn Göttergewalt, aus unversöhnlichem Grolle der grimmen Juno, der viel auch im Kriege erlitt, bis die Stadt er gegründet, Götter nach Latium brachte, woher das Latinergeschlecht war, Albas Urväter auch und du, hochragende Roma. Vergils Epos Aeneis ist vieles, es ist auch die Geschichte eines Flüchtlings, der aus dem brennenden Troja nach Westen zieht und dort eine neue Heimat findet. Auch in diesem römischen Gründungsmythos steht nicht Sesshaftigkeit, sondern Migration im Zentrum. Bevor ich etwas ausführlicher auf das Migrationsmotiv in der jüdischen Kulturgeschichte zu sprechen komme und damit keine Missverständnisse aufkommen, sind ein paar wenige Worte zum Begriff archetypisch am Platz, den ich kühn in meinem Vortragstitel und nun auch schon mehrfach im Vortrag verwendet habe. Der Begriff Archetyp geht auf den Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung zurück. Auf den Spuren von Sigmund Freud, aber auch in Abgrenzung zu diesem, prägte Jung den Begriff des kollektiven Unbewussten, das sich bei vielen Menschen, auch aus ganz unterschiedlichen Kulturen, ähnliche Vorstellungen und insbesondere auch ähnliche mythologische Versatzstücke finden, erklärte Jung mit archetypischen Prägungen der menschlichen Seele. Die Mythologien verweisen nach Jung auf die menschenangelegten sogenannten Archetypen. Gewisse Mythologeme
werden dann gleichsam Teil der geistigen, wenn nicht gar körperlichen Existenz des Menschen. Hinter Jungs Archetypentheorie, zumindest soweit die Mythologien betroffen sind, stand jene Verwunderung, die auch Anthropologen und gleichsam alle, die sich mit Mythologien auseinandersetzen, auf Trab hielt. Wie lässt sich erklären, dass sich gewisse mythologische Vorstellungen in ganz unterschiedlichen Kulturen wiederfinden? Wirklich beantworten konnte diese Frage auch C.G. Jung nicht, denn im Rahmen seiner Mythentheorie ist sie verbunden mit jener nach der biologischen Tradierung der Archetypen. C.G. Jungs Archetypenlehre ist zweifellos problematisch und ich kann mich hier nicht anschließen, aber man muss kein Jungianer sein, um dennoch von gleichsam archetypischen, in vielen Kulturen wiederkehrenden Mythenbildern sprechen zu können. Damit meine ich Bilder, die uns geprägt haben und die präsent bleiben. Dieses Phänomen spielt in meinen Augen auch bei der europäischen Wahrnehmung der Flüchtlingskrise eine Rolle. Dass der furchtbare Krieg in Syrien, aber auch etwa die Konflikte in Libyen, in Europa über mehrere Jahre recht wenig zur Kenntnis genommen wurden, jetzt aber plötzlich umso mehr, hat unterschiedliche Gründe. Die Flüchtlinge kamen nun plötzlich an die Haustüre Europas. Die Empathie, mit der in weiten Kreisen Europas vor allem in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres relativ plötzlich auf die Flüchtlingssituation reagiert wurde, hängt aber nicht nur mit der jetzt gleichsam körperlichen Nähe des Syrienkriegs zusammen. Vielmehr sind es ganz bestimmte Flüchtlingsbilder, die die Menschen erschüttern ließen. Mit Menschen überfüllte Boote, im Meer schwimmende und ums nackte Überleben kämpfende Menschen, leere Boote an der Küste wie hier auf Lampedusa und auf der Überfahrt ertrunkene, im Sand liegende Kinder. Das sind Bilder, die fester Bestandteil unseres Mythenrepertoires sind, von Mythen, in denen Angstvorstellungen auf dramatische Art und Weise bearbeitet werden. Unsere Kultur, ob säkular oder religiös, ist stark geprägt von diesen Bildern. Sie sind, insofern hat Jung schon recht, tief in uns drin. Und in der Tat ist die Vorstellung von flüchtenden Menschen in Booten und auf offener See seit je ein Albtraum der Menschheit. Die Sintflutmythen, am besten bekannt ist sicher jene der biblischen Arche Noah, aber es gibt ähnliche Geschichten in anderen Kulturen, schildern eindringlich die Ängste, die nicht nur mit der angedrohten Vernichtung der Menschheit, sondern auch mit der Flucht der Überlebenden einhergeht. In Genesis 7, 18 bis 19 heißt es, und das Wasser schwoll an und stieg gewaltig auf der Erde und die Arche trieb auf dem Wasser dahin. Das Wasser aber schwoll immer mächtiger an auf der Erde, sodass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Das hebräische Wort für Arche ist Teva, das dann in einer weiteren Fluchtgeschichte, jener des kleinen Moses, nochmals vorkommt. Teva ist auch das Wort, das für den Binsenkorb verwendet wird, in dem der kleine Moses von seiner Familie im Nil ausgesetzt wird, als der Pharao befiehlt, die neugeborenen hebräischen Söhne in den Nil zu werfen. Das Bild aus der Synagoge von Dura Europos zeigt, wie das Moses-Baby auf gut Glück in seiner Arche ausgesetzt wird und dann von der ägyptischen Prinzessin gerettet wird. Die Aussetzung eines Kindes, die Verlorenheit eines Kindes im Wasser ist ein drastisches Bild und wir haben in den letzten Monaten Bilder gesehen von Kindern, die von keinen ägyptischen Prinzessinnen gerettet wurden. Man kann hier auch nochmals auf die verängstigte Europa verweisen, die ja noch nicht weiß, dass ihr Boot, der als Stier verkleidete Zeus, das zumindest für die Überfahrt sicherster Gefährt ist, das man sich wünschen kann. Und auch der biblische Mythos von Noah und der Sintflut ist die Geschichte einer Migration und eines Wissenstransfers. Aus Noahs Söhnen, Shem, Ham und Japhet, gehen auf der biblischen Weltkarte letztlich ja dann alle Völker hervor. Das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern, und aus ihnen verzweigten sich die Völker auf der Erde nach der Sintflut. Die ganze Welt, die ganze Menschheit mit all ihren Techniken und auch alle Tiere sind nach dem biblischen Bericht als eine Flüchtlingsfamilie hervorgegangen. Im frühen Mittelalter wurde übrigens eine Verbindung zwischen den drei Söhnen Noahs und den drei Erdteilen Europa, Asien und Afrika hergestellt, wobei die Nachkommen Japhets für Europa standen. Der jüdische Familienmythos, immer nach dem biblischen Bericht, beginnt dann abermals mit einer Migration, jener von Abraham, zu dem Gott sprach, Lech Lecha, gehe aus deinem Land
von deinen Verwandten und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Genesis 12,1. So zog der 75-jährige Abram, der noch nicht Abraham hieß, mit seiner Frau Sarai von Charan ins Land Kanaan. Und nicht viel später zwingt sie eine Hungersnot, weiter nach Ägypten zu wandern. Und es gab eine Hungersnot im Land, da zog Abram nach Ägypten hinab, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot im Land war schwer. Im Judentum ist Migration, ohne dass man das Bild des wandernden Juden bemühen müsste, im wahrsten Sinne des Wortes ein wegweisendes mythologisches Versatzstück. Die biblische Migrationsgeschichte par excellence ist natürlich der Exodus, die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und auch da ist es letztlich die Überwindung eines Meeres, die gleichsam die Peripetie der Geschichte darstellt. Die Durchquerung des Schilfmeers wird im 14. Kapitel des Exodus-Buchs geschildert. Eine noch dramatischere, literarisch und exegetisch ausgebaute Version dieser Flüchtlingsgeschichte, Durchgang durch das Schilfmeer, findet sich bei Philon von Alexandrien, dem großen jüdischen Philosophen und Theologen des ersten Jahrhunderts nach Christus, genauer in dessen Traktat über das Leben des Moses. Hinter ihnen, den Hebräern, Meer, vor ihnen Feinde, zu beiden Seiten unendliche, unwegsame Wüste. In Panik und Verzweiflung ob des Ausmaßes des Unglücks taten sie das, was bei solchen Widrigkeiten immer wieder geschieht. Sie beschuldigten ihren Anführer. Was sollen wir tun? Sollen wir ohne Waffen gegen Bewaffnete kämpfen? Oder sollen wir fliehen, umzingelt wie in einem Fangnetz von gnadenlosen Feinden, unwegsamen Wüsteneien, unschiffbaren Meeren? Und wenn sie auch schiffbar, wo sollten wir so rasch Schiffe hernehmen zur Überfahrt? Auf Befehl schlägt Moses das Meer mit seinem Stab, zerrissen geht es auseinander. Die Hebräer überquerten in der Morgendämmerung auf trockenem Wege das Meer, einschließlich Frauen und Kinder, auch noch ganz kleiner. Und auch die israelitischen Flüchtlinge nahmen etwas aus Ägypten mit. Das Exodus-Buch berichtet davon, dass Ägypten zuerst geplündert werden müsste. Exodus 3,22: Jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und ihrer Hausgenossin silberne und goldene Sachen und Kleider erbitten. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern mitgeben, und so werdet ihr Ägypten plündern. Und entsprechend handeln die Israeliten nach der 10. Plage. Diese Stellen waren für jüdische und christliche Rezipienten nicht einfach zu interpretieren. Warum plünderten die Israeliten die Ägypter aus, als sie das Land endlich verlassen konnten? Philon von Alexandrien rechtfertigt die Plünderung zum einen als Wiedergutmachung und verspätete Lohnzahlung für die Sklavenarbeit. An einer anderen Stelle aber erklärt Philon das Gepäck, das die Israeliten mit sich nahmen, auf allegorische Art und Weise. Was nahmen die Israeliten wirklich mit aus Ägypten? Bildung. Bezug nehmend auf Genesis 15,14, hierauf werden sie hierher ausziehen, mit viel Gepäck, erklärt Philon. Was ist aber damit mit Gepäck gemeint? Alle die Bildung, Paideia, die eben Reisegepäck genannt wird. Auch die Israeliten nahmen in dieser Lesung im Heimatland erworbenes Wissen mit und brachten es nach Israel, Kanaan. Dass in der jüdischen Geschichte über die biblische Tradition hinaus Flucht und Migration gleichsam ein Leitmotiv war, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Man denke an die Vertreibung der Juden aus Spanien 1492 oder die Flucht der Juden aus Europa vor Nazi-Deutschland, auch da teils mit Booten und Schiffen. Im Oktober 1943 flohen 7000 dänische Juden in Booten bei Nacht und Nebel, darunter auch mein Schwiegervater, aus Dänemark nach Schweden und konnten der Deportation in die Konzentrationslager so knapp entgehen. Man denke an das Flüchtlingsschiff Exodus, Exodus from Europe, kurz Exodus, das 1947 mit über 4000 Juden nach Haifa gelangte, oder die Flucht der Juden aus vielen arabischen Ländern nach der Gründung des Staates Israel 1948. Oder natürlich die Zehntausenden von Immigranten, die aus Russland im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in die USA gelangten. Fresh off the boat ist bis heute eine feste amerikanische Wendung für die Ankunft an einem neuen Ort. Gewiss sollte man sich vor Idealisierungen hüten. Manche sprechen im Zusammenhang von Migration schlicht von Mobilität. Das scheint mir wiederum ein ungehöriger Euphemismus zu sein. Man darf bei alledem, auch wenn wir Muster erkennen, die sich wiederholen und wir sehen,
dass aus Migrationsbewegungen oftmals Neues entsteht. Und es muss nicht immer ein neues Alphabet sein. Nicht vergessen, was Flucht und Migration für die einzelnen Menschen bedeutet. Schmerz, Verlust von Angehörigen, Hunger und Durst, Animositäten im Ankunftsland. Und auf der anderen Seite ist die Flüchtlingsproblematik mit vielen gesellschaftlichen und auch sicherheitspolitischen Herausforderungen verbunden. Auch im Mythos verlaufen die Migrationsgeschichten nicht etwa einfach friedlich. Kadmos zauberte in der von ihm gegründeten Stadt Theben nicht einfach nur das Alphabet hervor, sondern auch bewaffnete Soldaten aus Drachenzähnen. Aeneas gelangte nach Italien im Kampf und ebenso die Israeliten nach Kanaan. In der Tat hat sich aber auch gezeigt, dass mit Migrationen Transfers einhergehen von Kultur, von Wissen. Dabei sind es keine Nebensächlichkeiten, die in den besprochenen Mythen diskutiert werden. Mit Europa und ihrem Bruder Kadmos kam die Schrift nach Europa. Und der Name unseres Kontinenten, zu dem in aller Regel auch die Schweiz gehört, ist identisch mit jenem einer jungen Frau, die aus dem Nahen Osten in den Westen verschleppt wurde. Aeneas Flucht über das Meer führt mithin zur Gründung Roms. Und das Judentum wurde im biblischen Selbstverständnis unterwegs während des Exodus begründet, auf der Flucht und nach einer schier unmöglichen Durchquerung des Meeres. Migration erscheint in diesen Mythen, ob griechisch, römisch oder jüdisch, gleichsam als wegweisendes Motiv für die Definition dessen, was man sein möchte. Die Bootsmythen wiederum, die während Jahrtausenden weiter tradierten Geschichten von der Flucht im Boot, in drastischer Symbolik in der Geschichte von der Arche Noah erzählt, sind fester Bestandteil in unseren Kulturen und sie spiegeln eine menschliche Grundangst wider. Eine Grundangst, die berechtigt ist. Denn die Flucht über das Wasser spielt sich nicht nur in Mythen ab, sondern sie war in der Vergangenheit wiederholt Realität und sie ist jetzt leider erneut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.